Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es mal um meine Tischkreissäge, die ich euch heute zeigen werde. Ich werde auch ein paar Takte dazu sagen. Speziell, weil ich die Maschine noch auf keinem anderen Kanal gesehen habe, die auch schon sehr alt ist, habe ich mir überlegt, ist es vielleicht ganz interessant für euch. Vielleicht kennt ihr so eine, die ihr kaufen könntet. Und dann seht ihr einfach mal, wie es bei mir aussieht, was man da beachten kann, sollte. Und das bekommst du heute alles in dem Video. Und damit wünsche ich dir viel Spaß. Also, das ist meine Rapid PK100 Tischkreissäge. Die ist relativ alt, ich kann es euch nicht genau sagen, ist aber ungefähr aus den 80er Jahren. Es ist zwar ein Typenschild, was für euch interessant ist, wenn ihr Ersatzteile bei Rapid direkt bestellen möchtet, das geht nämlich noch. Müsst ihr aber unten auf den Motor schauen, ist für mich jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe mir die Maschine vor ungefähr, lass mich überlegen, vor ungefähr 4 Jahren gekauft. Da habe ich sie für 300 Euro gefunden. Es haben viele Teile gefehlt, sage ich mal, oder die musste ich selbst nachbauen. Aber 300 Euro ist für die Maschine sehr, sehr gut. Wenn ihr mal nach einer Rapid mit DPK100 schaut, dann werdet ihr auch selber sehen, dass die sehr, sehr teuer gehandelt werden. Wisst ihr, bevor ich weitermache, räume ich jetzt hier erstmal ein bisschen auf, damit ihr auch die Maschine sehen könnt, die ich euch in dem Video zeigen möchte. Was meine ich damit, wenn ich euch sage, da war nicht so viel oder alles dran? Also diese Spanhaube, wie ihr sehen könnt, ist selbst gemacht. Darüber gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Das ist eines der ersten, also von meinem Anfang noch, die ich selbst gebaut habe. Dann seht ihr auch hier noch einen Outfeed-Table, einen Ausführtisch, wie ich ihn ganz gerne nenne. Der hat auch seine Eigenheit, den werde ich euch auch gleich zeigen. Den habe ich auch selbst gebaut, benutze ich aber nicht mehr, weil ich mittlerweile den Frästisch hinten dran schiebe. Dann habt ihr hier unten diese Klappe. Die ist nicht abgedichtet, da liegt einfach nur diese Holzklappe drauf. Das ist die untere Absaugung. Die Absaugung generell werde ich euch auch gleich noch zeigen. Auf jeden Fall ist es nicht wie bei den neueren Kreissägen, dass speziell bei dieser Maschine ein Schutz um das Blatt in der Maschine ist, wo dann ein Absaugschlauch dran geklemmt wird. Hier wird einfach hier unten ein Absaugschlauch dran geklemmt. Das hat auch gefehlt, das habe ich mir auch selbst gebaut. Ist gar kein Thema, denn die besteht komplett aus Metall. Sehr, sehr massiv gebaut. Ihr könnt den Tisch ablösen vom Rahmen. Die Maschine wiegt, glaube ich, 110 Kilo. Ich schätze mal, dass hier oben dieser Teil 110 Kilo wiegt. Das ist echt massiv. Und hier unten das Ding, das ist leicht. Das könnt ihr gut tragen. Aber mit 2 Leuten ist es gar kein Problem, das Ding hier zu tragen übrigens. Ich habe euch ja gesagt, dass hier dieser Ausführtisch eine Eigenheit hat. Und zu einem ist der gar nicht mehr richtig fest, weil das Holz rausgebrochen ist. Das seht ihr vor allen Dingen daran, wenn das Ding hier gestützt wird. Dann hat es normalerweise hier diese Leiste mal rausgehoben und ich sehe, das ist auch nicht mehr wirklich fest. Aber weil ich ja mittlerweile den Frästisch immer hierher schiebe, ist das kein großes Thema. Ich benutze einfach den Frästisch als Ausführtisch. Ganz wichtig, das Ding da war nicht dabei, zeige ich euch aber gleich, wenn ich auch das Blatt mal rausnehme und die Höhenverstellung euch zeige. Vielleicht als kurze Vorgeschichte. Hier diese Spanhaube habe ich für die selbstgebaute Tischkreissäge damals mit meinem Vater noch gebaut. Ich verlinke euch auch das Video mal. Das ist die Tischkreissäge, die mein Opa schon selbst gebaut hat. Wisst ihr was? Ich verlinke euch nur ein Video. Das ist das Video, wo sie noch in der Werkstatt von meinem Opa festgebaut war. Da war sie einbetoniert. Ziemlich krasses Video. Verlinke ich euch mal. Dafür war auch eigentlich die Spanhaube. Da habe ich mir auch diese Tischkreissäge hier gekauft und habe einfach diese Spanhaube von der alten Kreissäge hier dran gebatscht. Also nur das Stück Metall, weil damals konnte ich noch nicht schweißen. Ihr seht es nicht. Hier den Anschlag, den zeige ich euch gleich noch genauer. Aber ihr müsst wissen, hier ist im Prinzip die Trennung von Maschine und Anbautisch. Die Maschine geht bis hierher, da ist er echt ziemlich kompakt. Aber die meisten Rapid PK100 Tischkreissägen haben hier einen Verbreiterungstisch. Ziemlich massiv, lässt sich super anbauen. Es ist einfach ein massives Stück Gusseisen. Und das wurde halt schön plan gefräst und das ist top. Das lässt sich auch super dran bauen. Mit Worte meine Schwabe. Ja. Wenn wir auch schon gerade davon sprechen, das Ding ist so massiv, also die gesamte Maschine ist so massiv, dass ich hier einfach direkt durchgebohrt habe und die Spanhaube hier dran befestigt habe. Hier dieses Vierkantrohr, das geht aber über die komplette Breite, ist aber generell sehr, sehr stabil. Wenn ich mit der Tischkreissäge geneigte Schnitte mache, wie sich das Blatt neigt, seht ihr übrigens auch gleich noch, dann benutze ich die Spanhaube nicht. Ich habe mir auch keine andere Spanhaube gebaut, die breiter ist, dass ich damit Gärungsschnitte oben schützen, absaugen kann. Aber dafür mache ich nicht viele Gärungsschnitte, deswegen habe ich das also nicht.
Aber wenn ich zum Beispiel bei einer Schlitz- und Zapfenvorrichtung benutze, dann ist hier diese Spanhaube im Weg. Deswegen kann ich das Teil dann einfach drüber schieben. Ich mache es jetzt nicht ganz, dafür ist es zu aufwendig. Und kann dann hier meine Schlitz- und Zapfenvorrichtung nehmen. Kann sie hier reinsetzen und kann ohne Probleme Zapfen schneiden. Ihr seht, ich rede relativ lange über diese Spanhaube. Denn früher habe ich gar keine Spanhaube benutzt. Das lag aber auch daran, dass die Spanhaube immer an dem Spaltkeil montiert war. Und wenn man den abmachen wollte, muss man das Ding abschrauben. Das ist mir schon auf die Nerven gegangen. Und es war einfach kacke. War einfach kacke. Ich würde euch empfehlen, baut euch so eine Spanhaube selber, die ihr einfach dann über das Blatt setzt. Das ist wie bei einer richtigen Tischkreissäge und nicht so was Geborschildes. Das ist super einfach zu bauen und es ist viel besser und ich finde, es sieht auch so professionell aus. Alibi professionell, ne? Der Anschlag läuft hier in einem massiven Stück Stahl. Das ist richtig massiv und die Skala geht bis 60. Ihr könnt aber eigentlich nur bis 59 ohne Probleme den Anschlag einstellen, wenn ihr nicht dort hinten einen kleinen Klotz hinmacht, auf den dann euer Anschlag dann weiterläuft, denn das haben die Entwickler sich ein bisschen komisch gedacht, da hätten sie den Tisch einen Zentimeter breiter machen können, dann hättet ihr auch bis 60 cm keine Probleme. Der Anschlag läuft ziemlich gut, nur da die Maschine so alt ist, kann sich da durchaus mal ein bisschen Schmatz drin absetzen, dann läuft der nicht mehr so gut, dann müsst ihr das Ding sauber machen. Ihr seht hier zwei Spannknäufe, wofür die sind, seht ihr auch gleich. Und der Anschlag ist ziemlich massiv. Die Schiene läuft einfach hier in diesem Stück, relativ simpel, aber dadurch, ist, dass es so massiv ist, funktioniert es auch einfach super gut. Bevor ich euch hier diese Feineinstellung zeige und den Defekt an der Feineinstellung, will ich euch noch hier diese Knaufe zeigen. Knaufe, Knäufe, keine Ahnung. Auf jeden Fall denkt man, es ist einfach nur ein Knauf, aber das ist es nicht. Denn die Maschine ist einfach super gut durchdacht und super genau. Und das liegt schon an so einer Kleinigkeit wie an diesem Knauf. Ihr seht hier dieses kleine Kupferteil. Und durch dieses Kupferteil zerdrückt ihr euch zuerst mal nicht die Schraube. Was passiert, wenn ihr das nicht habt? Dann dreht ihr das Ganze mal zu und die Schraube wird hier vorne gestaucht und ihr könnt es nicht mehr problemlos rausdrehen oder macht das Gewinde hier in diesem Gussteil kaputt. Außerdem verhindert dieses Kupferteil, dass ihr euch eure Schiene hier vorne zerdeppert und die einfach kaputt drückt. Wie gesagt, die ist schon aus den 80er Jahren, die Maschine. Dann kann das echt passieren. So eine Kleinigkeit, die hat mich richtig happy gemacht, als ich das gesehen habe. Denn das zeigt auch einfach, dass der Rest der Maschine nur gut durchdacht sein kann. Ich habe mal eine Zeit lang gefühlt sehr, sehr viele Leute gesehen, die haben dann ihre Tischkreissäge gebaut. Oder die haben ihre Tischkreissäge gezeigt und haben immer angefangen, hinten an dem Anschlag rumzureißen. Und ich sag mal, ich drücke jetzt, ich gehe jetzt so ein bisschen dagegen und das Ding, natürlich gibt der nach. Aber der ist so stabil, wenn ihr etwas schneidet, merkt ihr hier gar keinen Unterschied. Und ihr könnt ihn auch super schnell wieder öffnen. Also, dieser Anschlag ist einfach gut, einfach simpel und super. Jetzt kommen wir zur Feineinstellung. Normal könnt ihr den Anschlag verschieben. Die Skala lest ihr hier ab. Die ist auch super genau. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Schnitt macht und euren Anschlag einstellt und merkt, okay, diese Einstellung hier passt nicht so ganz, dann könnt ihr hier diesen Knauf festdrehen, dreht diesen hier auf und dann ist der Anschlag immer noch fest. Aber ihr könnt hier mittels Schraube, die leider ein bisschen verbogen ist, deswegen geht das ziemlich schwierig, aber mit dieser Schraube könnt ihr einfach den Anschlag sehr genau weiterschieben und dann geht es einfach super genau. Habe ich bis jetzt noch nicht oft benutzt. Weil meistens mache ich einfach das hier. Meistens schlage ich einfach so leicht dagegen. Aber je nachdem, was ihr macht, wenn ihr zum Beispiel Leisten für hier drin schneidet, dann ist das schon praktisch. Was gut für euch zu wissen ist, ist das ein deutscher Satz, ist, dass ihr zuallererst mal hier Anbauteile dran bauen könnt. Das sind nämlich zwei Öffnungen. Das Ding ist ja auch sehr stabil. Hier könnt ihr nämlich einen riesen Schiebeschlitten dran machen. Ich bin gar nicht so böse, dass bei mir keiner dran war, denn der wäre eh viel zu groß gewesen. Aber hier gibt es einen Schiebeschlitten für. Die werdet ihr auch bestimmt sehen, wenn ihr auf eBay Kleinanzeigen als Beispiel euch mal diese Maschine anschaut. Das ist ganz gut für euch zu wissen. Ich habe es jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil es eh hier drin nicht wirklich praktisch gewesen wäre. Dann sehen wir hier diese Führungsschienen.
Da fällt mir gerade auch ein, dass hier nicht dieses Ding dabei war, was bei den neuen Kreissägen als Beispiel immer dabei ist. Hat mich auch nicht so sehr gestört, dafür habe ich einfach einen Schiebeschlitten benutzt. Was für euch aber wichtig ist, was praktisch ist zu wissen, ist, dass hier diese Führungsschienen wahrscheinlich, ich gehe einfach mal davon aus, bei gleichen Maschinen auch ausgelaufen sind. Was heißt ausgelaufen? Nichts Schlimmes. Die sind halt einfach nicht mehr so genau, wie sie vor 30 Jahren waren. Die sind nämlich hier in der Mitte viel mehr abgerieben als hier vorne. Stört euch das extrem, könntet ihr sie nachfräsen. Mich stört es nicht extrem. Nur bei den Führungsschienen habt ihr halt einfach tendenziell ein bisschen mehr Spiel als bei sehr, sehr guten neuen Maschinen. Warum sage ich sehr, sehr guten neuen Maschinen? Bei neuen schlechten Maschinen, die sind wahrscheinlich auch nicht so genau. Aber hier habt ihr ca. 2/10 Unterschied zwischen hier und hier. Dann würde ich sagen, erzähle ich euch nur ein bisschen was hier vorne über die Einstellteile. Das hier ist natürlich die Kurbel. Bei dieser Variante ist es so, ihr benutzt ja normalerweise immer, ich sag mal, die ersten 4 cm, die ihr beim Schneiden benutzt. Und die ganz oben, wenn ihr das Blatt ganz rausdreht, das benutzt man nicht so oft. Und durch das Alter der Maschine kann es halt sein, dass das dann an der Stelle ein bisschen schwerer geht. Das ist auch bei dieser Maschine so. Bei den letzten 1,5 bis 2 cm müsst ihr hier relativ fest drehen. Stört mich nicht. Ist gut für euch zu wissen. Was toll an dieser Maschine ist, ist, wenn ihr sie auseinanderbaut, sprich Tisch abmachen und hier vorne die ganzen Teile abmachen und ihr sie dann wieder zusammenbaut, stimmt alles. Ich musste nichts nachstellen. Bei den Amerikanern sieht man oft, dass der Tisch hier oben so gebohrt ist an den Schraubenpositionen, dass die den drehen und immer noch einstellen müssen. Bei dieser Maschine ist es nicht so. Lobe ich jedes Mal, wenn ich über die Maschine spreche. Ihr macht den Tisch wieder auf den Gehäuseunterstand und schraubt es fest und es passt. Sehr genau. So ist es auch hier bei der Skaleneinstellung. Die Skaleneinstellung könnt ihr einfach hier öffnen. Ich jedes Mal viel zu fest zudrehe. Und wenn ihr sie geöffnet habt, seht ihr, rutscht das Ganze auch schon runter. Oh, ich habe die wirklich schon lange benutzt. Ihr habt hier Anschlagpunkte bei 45 und bei 0 Grad. Das reicht auch in allen Fällen. Und die Zwischengradangaben sind auch relativ groß. Die kann man richtig gut mit dem Pfeil hier unten ansteuern. Und wenn ihr das einstellt, stimmt es auch. Und ich liebe es, dass ihr keine Kurbel habt. So könnt ihr es einfach schnell auf den richtigen Punkt einstellen. Was ihr vielleicht jetzt nicht richtig gesehen habt, ist, dass das Blatt nach rechts schwenkt. Das ist für euch auch noch ganz gut zu wissen. Ihr habt hier an der Maschine auch noch einen Abschmiernippel. Das bedeutet, ihr könnt den abschmieren. Habe ich bis jetzt nur einmal gemacht, sollte ich mal wieder vielleicht machen. Hier seht ihr den Sicherheitsschalter. Das ist der Einschalter, das ist der Ausschalter. Ich werde es euch mal zeigen. Und die Maschine hat keine Motorbremse, was in der Zeit normal war. Das ist nicht, ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, aber das sind ein bisschen die Lager. Über die Lager werde ich gleich noch was erzählen. Ihr seht, heute gibt es das ganze Programm. Aber wegen dem Schalter, es ist kein Sicherheitsschalter. Reicht, oder? Mehr muss man nicht sagen. Jetzt werde ich mal anfangen, die Maschinen ein bisschen auseinanderzunehmen. Das hier ist die Einlegeplatte. Damit könnt ihr auch 45 Grad Schnitte machen. Ihr seht, die ist schon ein bisschen zerschrubbt von den Vorbesitzern. Aber funktioniert. Läuft einfach. Hier ein Blatt mit dem Durchmesser 300 mm und hier ein Distanzstück, denn die Welle von der Maschine hat 20 mm. Hier ist dann noch eine Scheibe drauf und wenn ihr euch die Maschine kauft, würde ich euch empfehlen, das alles mal runter zu machen, denn dann könnt ihr sie mal einschalten. Und das war der Tipp, den ich euch geben wollte, wenn ihr euch eine gebrauchte Tischkreissäge im Allgemeinen kauft, baut mal alles runter, denn dann sind die Luftgeräusche nicht so laut und ihr könnt die Lager besser hören. Ihr seht auch in meinem Fall, hören die sich nicht mehr gut an, was ich jetzt auch gemerkt habe. Die hat schon immer ein bisschen komisch gemacht, also jetzt über die letzten 4 Jahre, aber jetzt macht sie schon ein bisschen mehr komisch. Muss ich im Auge behalten. Für euch ein Tipp, wenn ihr euch eine Kreissäge kauft, dann ist das halt natürlich Verhandlungssache und ihr könnt vielleicht den Preis von wahrscheinlich einem hohen Preis runterhandeln. Und hier seht ihr jetzt meinen Spaltkeil. Der ist selbst gebaut und dieses Teil besteht aus einem alten Sägeblatt.
Und hier unten seht ihr eine Schraube mit einer Mutter festgeklebt, mit der ich dann hier Unterlagscheibenstücke und Metall und festspannen kann. Ich baue dieses Teil jetzt auch nicht aus, weil ich den nie ausbaue, weil alle Kreissägeblätter, die ich benutze, den Durchmesser 300 haben. Würde ich euch übrigens auch empfehlen. Ihr habt hier unten aber eine Schiene, auf der ihr den Spaltkeil in der Länge her verstellen könnt. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt von der Maschine Ersatzteile, weil die Maschine neu auch noch so gebaut wird. Ich glaube, die kostet neu, keine Ahnung, 10.000 Euro. Das ist wirklich eine Profimaschine, das ist keine Formatkreissäge, aber es ist eine Profimaschine in dem Sinne, weil sie einfach gut ist. Aber es gibt noch Ersatzteile, aber, ich glaube, die sind super teuer und deswegen würde ich euch auch empfehlen, wenn euch das etwa liegt und ihr auch damit dann lange arbeiten möchtet, wie ich jetzt, ihr seht, es kann funktionieren, dann würde ich euch empfehlen, baut euch den Spaltkeil als Beispiel selbst. Der Spaltkeil funktioniert auch grandios, ich hatte schon sehr, sehr oft einen Klemmer, weil ich sehr viel mit Massivholz arbeite und jedes Mal hat der Spaltkeil genau das getan, was er soll. Ihr habt nämlich die Breite, ich kann euch das kurz zeigen. Ihr habt ja euer Kreissägeblatt und wenn ihr damit zum Beispiel was schneidet, habt ihr hier die Stärke und ihr habt die Stärke von eurem Zahn, also die Breite vom Blatt und die Breite vom Zahn. Der Zahn ist breiter als das Blatt, das muss der Zahn ja auch sein, denn wenn der Zahn so breit wäre wie das Blatt, würde es zwangsläufig immer klemmen. Und ich habe ja meinen Spaltkeil aus dem alten Blatt gebaut und wenn jetzt zum Beispiel das Holz auf das Blatt drückt, dann drückt es als erstes hinten auf das Stück altes Sägeblatt im Prinzip, also auf den selbstgebauten Keil. Dann noch eine andere Kleinigkeit. Die Absaugung von dieser Maschine ist so lala. Die neuen Absaugungen sind besser, weil... Ich versuche es euch zu zeigen. Hier könnt ihr übrigens die Klappe öffnen. Mit einfach so reingehangen. Und hier seht ihr jetzt die Sägeeinheit. Was ich sagen wollte, die Absaugung ist nicht so toll, weil ihr halt sehr viele offene Punkte habt. Ihr seht auch hier, hat das Kreissägeblatt nur diesen kleinen Teil. Das verhindert, dass die Späne nach vorne fliegen. Die Hälfte fliegt aber nach vorne und dann hier vorne durch die Höhenverstellung durch. Die neuen Maschinen haben hier direkt, wenn die Späne hier so runtergeflogen kommen, haben die hier direkt einen Absaugpunkt. Mein Absaugpunkt ist halt eben dort unten und deswegen ist die Absaugung hier nicht so gut. Ich habe vor langer Zeit mit Gaffertape das versucht zuzukleben, hat gut funktioniert. Ich habe eine amerikanische Variante gesehen, da hat jemand, ich glaube, Glaswolle benutzt. Ich würde euch halt dann Steinwolle benutzen, damit ihr euch die kleinen Glaspartikel nicht in die Finger reinhaut. Aber das wäre ein Punkt, den ihr benutzen könntet, um das Ding abzudichten. Ein paar Verrückte haben auch Bauschaum benutzt. Das würde ich nicht benutzen. Ich würde keinen Bauschaum benutzen. Die Maschine braucht, damit ihr sie benutzen könnt, 400 Volt. Ich weiß nicht, ob es 230 Volt Varianten gibt. Da könnt ihr mal vielleicht euren Elektriker fragen, ob man den Motor umklemmen kann. Das so als Denkanstoß. Aber mit 400 Volt läuft sie einwandfrei an. Und wenn ihr eine schwache Stromleitung in eure Werkstatt habt, ich habe, glaube ich, 2,5 als Hauptzuleitung, die sehr lange ist, dann habt ihr mit 400 Volt... Ui. Das ist eine saugroße Spinne, die zeige ich euch gleich im Anschluss. Und diese Tischkreissäge, ich habe es gerade beinahe vergessen, hat 2,2 Kilowatt, ist mehr als genügend Kraft. Damit habe ich schon 50er, 60er Bohlen mit einem groben Kreissägeblatt einfach durchgeworfen. Funktioniert sehr, sehr gut. An Schnitthöhe habt ihr ca. 60 mm. Ich wollte schon sagen Zentimeter. Hier seht ihr übrigens auch den Stromschalter und die Spinne. Ich sage doch, Philipp, der alte Dokumentarfilmer. Eine Eigenheit der Tischkreissäge ist noch, dass ihr, wie ich auch eben schon gesagt habe, nur in Anführungszeichen 300er Blätter einspannen könnt. Ich dachte, ich weiß nicht, ob es so ist, ich dachte zumindest, dass 315er Standardblätter sind, denn davon hatte ich noch vom Opa ein paar, aber die könnt ihr nicht einbauen. 300er Blätter sind für diese Maschine gemacht. Außerdem hat die Maschine auch noch so eine weitere Eigenheit, denn ihr könnt das Blatt nicht ganz versenken. Das ist vielleicht noch ganz interessant für euch zu wissen. Ihr könnt das Blatt nicht ganz versenken. Des Weiteren könnt ihr auch nicht das Blatt so weit versenken wie möglich und dann auf 45 Grad stellen. Das geht nicht, weil dann euer Motor hier an die Seite von eurem Gehäuse anschlägt. Es hat mich wirklich noch nie gestört. Wenn ich verdeckte Schnitte machen wollte, wollte ich halt nicht das Blatt wechseln. Deswegen habe ich einfach ein zweites Brett auf den Tisch gelegt. Das wird gewesen. Und habe damit
was waren jetzt dort? Und das habe ich dann als Unterlage benutzt, damit ich dann auf die richtige Höhe komme. Aber ich würde euch immer empfehlen, euch so eine Maschine vielleicht mal anschauen zu gehen, bevor ihr euch eine Bosch GDS-10 holen geht. Denn ich habe mir die Maschine jedes Mal, als ich beim Truppe war, bei Michael Truppe von Let's Bastel, habe ich mir sie jedes Mal angeschaut und jedes Mal fand ich sie halt einfach nicht cool, weil das Motor habe ich einfach zu neu und zu viel Plastik und zu viel Schnellspanner-Dingensbummens an Anschlag. Gefällt mir aber nicht so. Ich glaube nicht, dass die so lange halten würde wie diese Maschine. Aber es ist halt natürlich eine Preissache, wie viel die Maschinen in eurer Umgebung kosten. Das war meine Tischkreissäge. Ich habe dir heute ganz, ganz viel Input gegeben. Ich habe die Maschine auf YouTube sonst wirklich noch nicht gesehen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du sie auch gerne hättest. Oder ob du eine hast. Das würde mich auf jeden Fall nämlich mal interessieren. Und ob du irgendwie eine Sonderausstattung hast oder irgendwie was Spezielles. Eine Sonderausstattung als Beispiel ist, dass ihr unten eine Not-Switch habt, wo ihr dagegen treten könnt. Das ist echt cool. Ihr könnt euch die Maschine auch mal neu anschauen. Da geht ihr einfach mal zu Rapid. Die haben dann, ich glaube, einfach Dokumente, die ihr euch runterladen könnt von den ganz neuen. Denn die werden nämlich aktuell noch gebaut. Was ich jetzt so noch weiß. Aber ansonsten eine richtig gute Maschine. Ich liebe sie. Die werde ich auch niemals hergeben, auch wenn ich mir eine Formatpresssäge hole. Würde ich die immer noch als Zweitmaschine besitzen oder in meiner Werkstatt drin lassen, weil sie einfach super loyal, wollte ich schon sagen, weil sie einfach super zuverlässig ist. Das soll es für das Video für heute gewesen sein. Meine geliebte Tischkreissäge, die ihr in fast jedem Video oder ja wirklich fast jedem Video seht. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was du von der Maschine hältst. Und ich bin raus. Tschüss.